Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und die Option für Audio ist, glaube ich, schon wieder zu laut. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir haben lange gewartet, Grounded ist draußen, Early Access Spiel. Darum kommt das Video jetzt verspätet, weil es am Release-Termin nicht funktioniert hat, dass man es zusammen spielen konnte. Ich hoffe, es wird jetzt funktionieren. Creating Lobby. Ich hoffe, wir finden dann auch gleich die Mathilde. Hier, ich nehme Pete. My name's Peter. My friends call me Pete. Playerlists. Kick Player, Mute Player. Kannst du bei mir reinkommen? Join? Wie bitte? Also ich glaube, ich bin dabei. Ich höre ein Doppelrauschen. Ja, ich höre dich auch irgendwie. Drückst du? Ich drücke. Ich nicht. Dann höre ich dich über dich, höre ich mich über dich, so. Dann redest du wohl zu laut. Hör mal auf zu drücken. Nee. Ich drücke nicht. Auch schon ist noch da. Du bist gerade der Pietre, ist das richtig? Ja. Dann bin ich bei dir in der Lobby. Warum habe ich denn Doppelrauschen? Das ist ja doof. Wait a minute. Was ist das auf einmal? Nee, das ist es nicht. Ich habe nichts anderes offen. Ich hab komisch geräuscht. Ja, seit du dabei bist. Ich höre dich auch irgendwie komisch. Ja, aber ja, es kommt nicht von Discord. Jetzt ist es weg. Das Rauschen geht, wenn man den Multiplayer hosts. New. Pass auf, gleich kommt's wieder. Wette ich mit dir, das kommt vom Spiel. My name's Peter. My friends call me Pete. Kannst du mit reinkommen? Aber gerade ist es nicht da. Und sobald du gejoint bist, ist es auf jeden Fall da. Ich joine gerade, jetzt bin ich da. Ja, du bist, es ist drin. Wir starten mal ganz kurz. Es gibt innen drin, in-game, den Sprachchat, den müssen wir deaktivieren. Das glaube ich auch. Also verzeiht, wenn wir gerade Tonprobleme haben. Also ich bin da, bist du auch da? Nee. Geht gerade. So, Voice Chat war auf, nämlich Activity, also aktiviert. Dann musst du das nochmal deaktivieren unter Audio. Audio. Ganz unten. Ich hab auf Never. Jetzt. Ah, es kam von dir und von mir. Okay. So, jetzt sind wir wieder da. So, Space Jump. Hey, warte auf mich. Warte, ich muss hier doch erst meine Sachen nehmen. Definitely a new nightmare. Oh, da sind Sachen drin? Not gonna lie though. I'm Welche Sachen? Keine Ahnung. Oh nee. I'm awake. Wie siehst du denn überhaupt aus? Was hast du auf dem T-Shirt? Ein Dolch oder so. Regenbogendolch. Regenbogendolch. Was ist denn Crush? Du hast lustige Planeten auf deinem Shirt. Du bist voll der Nerd. Ja, der hat eine Brille aufgehabt. Oh, man haut sich wirklich, man kann sich wirklich kaputt hauen. Das wollen wir nicht. Nee, das geht hier schon mal. Ah, blocken, rechte Maustaste. Wenn wir was dafür haben. Ich hab grad gesehen. Aber wir wollen ja ein Team sein. Wir sind ein Team. Ja. Intim auch. Guck mal, Baseball. The size of that Chunky Chubbs League approved Baseball. It's the size of my dang house. Cool, hier liegt ein Stein. Wir können Steine sammeln, wie bei Conan. Das ist ja geil.
Also oh. David. Nee, man braucht eine Axt. Ah, ich kann hier Wasser trinken. Oh. Was denn? Nicht gutes Wasser? Ich hab Wasser getrunken, das, ja. Nicht gut abgekocht ist, ja? Nee, warte, wo bist du denn? Ich hab da ein Ausrufezeichen. Ich hab einen Stein. Ich auch. Ich hab jetzt hier gerade so einen Grashalm. Und ich hab hier Pflanzen. Daraus kann man ja, genau. Fieber. Fiber. Tick. Fein. Tutorial, ernsthaft, wir sollen einen Pilz essen. Ich will aber nicht so einen Fliegenpilz. Wo steht das denn? Oben links habe ich hier so Tutorial. Tracks the Signal. To its source. Ja, ich habe hier noch Find and Eat Some Food und Pick and Eat a Mushroom. Warum hast du da mehrere Sachen als ich? Wollt ihr euch das wissen? You discovered Mushroom. Okay, das sind keine Fliegenpilze, hoffe ich hier. Großen sind Fliegenpilze, die will ich nicht essen. Craft. Good thing I'm hungry. Ah, jetzt habe ich Pilze gegessen. Cool. Warte, ich bräuchte auch noch so einen Stock oder so. Ich glaube, du brauchst einen Stein. Wenn du auf I. Stein habe ich in der Hand. Auf I klicken, dann auf Craft und dann hast du schon zwei Sachen, die man bauen kann. Wo ist denn Craft? Oben links. Ah. Zwei Baupläne hast du. Ah, ich brauche. Sprick. Sprick brauche ich noch. Oh, habe ich gerade gesammelt. Das sind diese komischen. Hier vorne müssten Spricks sein. Nee, ist Fiber. Auch Fiber, Fiber. Wo bist du? Fiber. Das ist erstmal unser Haus. Hier ist auf jeden Fall das Signal. Interact with the computer. Wir haben noch. Warte mal ganz kurz. Wir haben noch gar nichts gesagt, was das Spiel eigentlich ist. Aber man sieht es eigentlich. So, ja. Das ist eigentlich, wir werden gerade angegriffen, oder? Klingt auf jeden Fall was gemein. Ameisen sind vorne raus. Ja, es ist so ein Survival-Spiel in einer Art von Liebling. Ich habe meine Kinder geschrumpft. Oh! Scheiße! Schütz mich, ich hab dich zum Kämpfen. Aua! Geh weg! Ich muss kämpfen. Ah! Schmetterling ist so riesig! Die wollten bestimmt den Schmetterling gerade killen. Oh, ich bin tot. Ja, zu Hause mit dem Stein. Aha! Sie haben mich auch gegessen. Darauf erstmal Prost. So, Prost. Ja, ich bin auch wahrscheinlich tot hier. Gut, für die Ameisen brauchen wir erstmal bessere Waffen. Woher ja. Beide brauchen eine. Ich glaube, da können wir gleich E2-Hold abmachen, ne? Ja. I can't catch my breath. Wir sind hin. Ja. Respawn. Ja. Autosave, ja, okay. Toll. Jetzt habe ich auch Find Water und... ja, wie gesagt, das Spiel ist Early Access und... Ja, nach dem Release-Tag, den ersten, konnten wir quasi spielen. Das heißt, ich muss auch mal dieses Gammelwasser trinken. Wahrscheinlich, ja. Wie hast du das gemacht? Hier. This is probably not a good idea. Find clean water. Wo hast du clean water gefunden? Ich habe aus der Pfütze getrunken. Achso, hast du das noch als Aufgabe? Ach, jetzt muss ich auch einen Pilz essen. Der wird mir sogar angezeigt. Lecker Pilz. Das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Also der Pilz hat mir erstaunlicherweise nicht geschadet. Ne, dann sammle ich gleich ein paar mehr ein. Ich hatte auch mehrere eingesammelt. Ah, hier sind die Spricks. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt noch eine Chance, unsere Leichen zu finden, ne?
Ah, ich brauche. Ja, ja, die werden uns ja angezeigt. Ja, in einigen Spielen sind das immer so 10 Minuten weg. Ja, ich weiß nicht, wie lange das hier ist, aber ich brauche noch. Aber wir haben noch nicht viel. Wir sind jetzt auch noch nicht wirklich weit gekommen. Nee, ich brauche Scripts oder wie die Dinger hießen. Ja. Ich habe jetzt einen Speer. Uhu. Ameise, Ameise! Geh weg! Ist aber eine kleine, ne? Ja. Willst du die töten, oder nee, was? Nee. Ich würde mal hier nachgucken. Hier ist noch Fiber gewesen. Ups. Du brauchst ja Fiber, ne? Ah! Wir sind auf einer Ameisenstraße oder so. Da war noch eine Ameise. Also hier, wo ich gerade bin, ist viel Fiber. Ja, Fiber habe ich. Also ich habe meinen Speer. Ich brauche Skrip. Da ist Skrip. Ganz viel. Gib her. Ihr braucht kein Skrip. Ich brauche Skrip. Hier ist ein Sprig. Oder Sprig. Sprig, Grip. Egal. So, ich kann einen bauen. Craft. Juhu, dann haben wir beide einen Speer. Hurra. Wir sind Idioten. Erzähl mir was Neues. Vielleicht sollten wir eher an so einem Torchlight arbeiten. Vielleicht sind die Ameisen, haben die Angst vor Feuer und lassen uns in Ruhe. Und wir brauchen die gar nicht bekämpfen. Verstehst? Woven Fiber brauchen wir davon. Und Dry Grass Chunk. Also verbrauchtes Gras. Ach, das kann man bestimmt hier abbauen. Ah, das. Ja, und dafür brauchen wir irgendwie eine Axt oder das kriegen wir, haben wir nicht. Okay. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Das müssen wir uns mal merken. Gut, dann ab zum Signal. Wir müssen immer noch mit dem Computer interagieren. Ja. Oh, hier ist Sprig. Nehme ich gleich mal mit. Erstmal nehme ich mein Zeug wieder auf. Dann haben wir einen zweiten Speer. Die Ameisen sind weg. So. There must be someone in charge of this science experiment. Ach, hätte ich mal auf W gedrückt, hätte ich alles genommen. Good one, Nightmare. Borst. Keep me guessing. Muss ich das auch machen? Mhm. Aber kann man die Sachen, die man gesammelt hat, analysieren? Okay. Cool. Ah, ich hab jetzt Woven Fiber gelernt. Ich auch. New Crafting Ideas. Das heißt, wenn du was lernst, lerne ich das auch, oder was? Sieht so wo aus. Wo kann man das denn lernen? Bei Analyze und dann. Nee, ich dachte, ich habe das jetzt auch, weil er mir das angezeigt hat. Ah, ich habe die Axt gelernt. Ich habe noch einen Analyzer-Charge über. Ich könnte da entweder hier Sepp, also ich schalte mal das irgendein Saft, oder diese Sprigs nehmen. Was soll ich erforschen? Oh, nimm mal den Saft. Ja, du machst was, ich krieg auch was. Workbench, Lamp, also so eine Lampe, Pflanzenlampe. Gons, keine Ahnung, was das ist. Nee, ich auch nicht. Wir bauen einfach alles mal. Wenn wir bauen können. Wollen wir noch was analysieren? Ja, okay. Aber dann können wir jetzt erstmal eine Axt bauen. Das ist ja schon mal etwas. Ja, das ist richtig. Find more evidence, ja. Erstmal, ach so, ah, das mal. Ah, okay. Erst in 11 Stunden können wir wieder da. Oder ist das die Uhrzeit? Woven Fiber. Next Charge ETA. 11.41 Uhr. Ah, das heißt in 21 Minuten. Oder so. Naja. Gut. Ameise voraus. Das war mal eine kleine Ameise, die rennt. Okay. Wir bleiben mal zusammen. Mir wird ein Pilz auf 73 Zentimeter gemeldet. Zentimeter. Ja, ich will gucken, wie ich Woven Fiber mache. Die Map ist ja gar nicht groß. Und ich habe Hunger. Find and eat some food, ja. Essen finden und essen. Ah, ich habe Woven Fiber gemacht. Jetzt kann ich eine Axt machen. Ja, dafür fehlt uns aber irgendwie zwei Steine. Wir können aber nur einen treiben. Yeah. Hast du schon eine Axt oder was? Jo. Ach da. Wuhu! Ich auch. Ich hab zwar keine Ahnung, was hast, ich damit mache. Hast du einfach mehrere. Was ist denn das? Pebblet ist doch kein Stein, oder? Bei der Axt in der Mitte.
Das ist ein Stein. Okay. Ein Kiesel wahrscheinlich oder so. Guck mal, okay. Ich habe ja auch hier einen gerade angefunden. Lass mal das Gras, deine Grasplanke liegen. Aber ich habe gerade gelernt, wie man Türen macht, als ich das aufgehoben habe. Hehe, du surfst. Eine Axt ist super. Braucht man. Ja. Bist du schon vorgerannt? Nee, ich bin vorgerannt. Ich bin hinter dir. Lass uns erstmal da zum Essenssignal. Okay. Das hast du nicht, oder was? Ich habe Tutorial Find Water. Ach so, warte mal, dann muss ich wahrscheinlich die Pilze essen, die ich gefunden habe. Mhm. Das habe ich nicht gemacht, ich habe es ja... Aber da links ist irgendwas. Ice Caps Mint Container. Inventory. Worse than my mom's Brussels sprouts. Oh, Fliege oder was? Geh weg. Oh, ich muss was trinken. Dreckswasser. Wo ist Dreckswasser? Hast du den Müll durchwühlt? Okay, that is definitely not normal. Was ist das denn hier? Auf Wasser, sonst... Hier ist auf jeden Fall Zucker. Warte, ich komme mal zu dir. Sieht so aus. Ich habe die mysteriöse Maschine gefunden. Ich weiß nicht, was das hier ist. Achso, da ist noch Plastik vor. Ja. Na gut, komm. Aber wir können hier die mysteriöse Maschine erforschen. Mhm. Vielleicht ist da auch was zu trinken irgendwo. Hier sind noch Pilze, die können wir mitnehmen. Warte mal. Warte mal, Durst. Ja. Da ist ein Marienkäfer. Ja, Grashalme. Kommen wir vielleicht auf Grashalme? Ja. Morgentau oder so? Keine Ahnung. Oh, da ist eine Cola-Dose voraus. Oh, da ist was zu trinken dann. Sieht zumindest so aus. Ja, Energy irgendwas. Punch-O. Da ist ein Strohhalm. Oh, da ist ein... Da ist Wasser. Hier ist irgendein Getränk. Ich muss aber auch trinken, aber trink du zuerst, wenn du es so nötig hast. Nee, da bei dir war auch noch ein Tropfen. Dann habe ich getrunken. Ich bin voll mit Trinken. Jetzt habe ich aber wieder Hunger. Das heißt, ich muss einen Pilz essen. Ich habe auch ein bisschen... It's worse than Dad's Brussels sprouts. Ja, danke. Für die Umweltsünder hier. Die Marienkäfer machen mir ein bisschen Angst. Da ist eine Fruchtfliege, die wollte ich... auf... Der Marienkäfer macht mir Angst. Ah, ich trinke hier noch mal kurz was. Mach das. Müssen uns mal merken, die Stelle. Ja, ist auch auf der Karte markiert. So, wir müssen immer noch... Vorsicht, Ameise direkt vor dir. Oh. Ist aber eine Babyameise, oder? Ja, kann sein, aber trotzdem. Vielleicht holt die Freunde oder so. Wir müssen immer noch zu dieser Mystery-Maschine. Ja, jetzt haben wir mal getrunken. Das war auch erstmal wichtig. Ja. So, Mystery Machine. Was bist du denn? Pinball oder sowas? Nee, das ist was ganz anderes. Was soll denn der Scheiß sein? Das ist eine Platine. Eine Platine, ist schon klar, aber... Mit so durchsichtigen... Mist kenne ich ja gar keine Platine. Wir müssen da drauf. Wahrscheinlich. Und die Knöpfe betätigen. Was haben wir denn? Emergency Activate Target. Power. Geil. Was steht denn hier? Data Out? Input. Cram Pack. Also wir machen da irgendwas, werden wir ganz schön heiß machen. Können wir was sehen? Target, das blinkt. Warte. Hm? Ah, ich muss drücken. Ah, wir müssen die ausrichten. Ah, ich wollte mal damit geschrumpft. Die Energie lässt nach. Aua! Was denn?
die Fruchtfliegen greifen uns an. Find whatever what is weakening the one of the lasers. Ah, der muss abgeholzt werden. Du bist ja schon unterwegs. Holz mal. Hack, hack. Yeah, der Laser kommt durch. Boah, diese Fruchtfliege. So, ah! Ups. So. Und da ist... Guck mal, da... Der wird da... Am besten gehen wir mal dahin, wo das so blinkert, zu diesem hohen Ding. Warte mal, welches blinkert denn? Ah, ich sehe schon, okay. Oh, diese Fruchtfliegen, die nerven auch hier echt penetrant an jemanden, ey. Ah, die macht... Ja, ich gehe ja schon. Ah, die machen das Gras für uns klein, ne? Ob es in dem Spiel auch Zecken gibt? Ich hasse Zecken. Oder große Spinnen? Spinnen auf jeden Fall. Es gibt ja auch tatsächlich Die fressen die Kabel kaputt? Oh. Was sind das für Viecher? Das sind Milben. Sehen ja schon fast aus wie Zecken. Es könnte daran liegen, dass es Spinnentiere sind. Ah, sie greifen auch an. Und die kann man irgendwie mitnehmen, ne? Oh, das sind ja wie kleine Mini-Face-Hacker. Na, das sind Spinnentiere. Und Überraschung, Zecken sind auch Spinnentiere. Nein. Doch. Oh. Hm. Ich habe die jetzt mitgenommen, ob man die braten kann und essen kann. Keine Ahnung, ich habe sie auch mitgenommen. Geht das Kabel lang? Das kommt hier aus der Erde. Ach, das geht hier in die Höhle. Das geht hier in die Höhle. Ich gehe das Kabel gerade hoch. Okay, dann gehst du die Seite. Ich gehe nochmal gucken. Da unten beißen sie nämlich weiter. Okay. Ah, und ich soll einen Torch machen, wird mir gerade gesagt. Okay. Für dunkle Areale. Oh, hier komme ich nicht weiter. Bam, 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 bam. Muss ich hier wieder vorsichtig runterklappern, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich ansonsten sterbe. Ach, scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Da sind noch mehr von diesen Milben. Was ist denn jetzt los? Achso. Bild Lean-Tuku. Ah. So. Wir können da aus den Milben einen Hut machen. Cool. Milbenhut wollte ich schon immer mal haben. Cover bräuchten wir, okay. Aber wir brauchen ja erstmal eine. Oh, wo waren dieses. Torch. Woven Fiber und Dry Grass Chunk. So, ich brauche Dry Grass Chunk. Also eins brauche ich noch. Okay. Habe ich hier gerade gehackt? Ja. Okay. So, ich kann einen Torch bauen. Ich habe schon. By the power of Helion, champion of the sun. Ich habe auch einen Torch. Super. Give me a second to let my eyes adjust to that. Komm, Willow. Jawohl, Pete. Da ist noch der fiese Milbe. Und mitnehmen. Genau, mitnehmen. Daraus können wir Hüte machen und so. Ja, brauchen wir ganz viele Hüte. Wenn ich die nicht grillen kann, dann schmeiß ich die weg. Ah, es geht hier irgendwie... Die Milbenhöhle. Und die Dinger sind auch im Bett, oder was? Oh, hier sind ja ganz viele. Ich kann mir aber nicht schlecht vorstellen, das sind echt die Milben, die Sachen zerfressen. Ah, die kann man sammeln? Was ist das?
Slime-Mode. Immer her damit. Alles sammeln, was es geht. Achso, nee, wir haben noch keinen Hammer, okay. Achso, dann kann man jetzt Stein abbauen. Gut, gut. Wir sollen zurück zur Mystery-Maschine. Ja. Ist es hell draußen, oder? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Es geht aber noch. Die Sonne geht... Okay, dann packe ich die... Gut, dann packe ich die so lange weg. Armer Ringkäfer. Trau dem Wasser nicht. Versuch's mal. Hier lies Willow, guide of dysentery. Eigentlich wollten wir hier bauen, ne? Haben wir gar nichts gebaut. Ach ja. So viel zum Survival. So, darf ich drücken? Wir müssen ja erstmal hier so ein bisschen das Tutorial... Darf ich drücken? Ja, jetzt darfst Juhu. Du. Oh, oh. Ich wollte gerade fragen, wer sowas in seinen Garten baut, aber da fiel mir ein Schalinski. So hieß der, ja? Ich hab das ewig nicht mehr gesehen im Film. Irgendwas ist kaputt gegangen, ja. Ja. Ja, ey. Du kleines Drecksvieh. Was ist das denn mit dem Schnorchel? Da ist ein Vieh mit einem Schnorchel. Weevil, was ist das denn? Oh, jetzt ist mir echt hier gerade zu viel gesockt. Lass mal weg hier. Oh, hab einen. Das war ich. Dann nimm mal mit. Ah, kann man einen Bogen bauen. Toll. Super. Aber vielleicht sollten wir erstmal anfangen, sowas wie einen Unterstand zu bauen, oder? Ja, und Nahrungsmittel zu besorgen. Vielleicht in der Nähe, wo irgendwie was zu trinken ist, ne? Ja, da hinten ist diese Pfütze. Also dieses Getränk. Wollen wir hier und da haben wir Pilze. Auch wenn sie scheiße schmecken. Und hier sind schon Grashalme. Ah, diese gelben Tropfen sind Honigtau. Ja, können wir hier, denke ich, bauen. Ja. Ich glaube, eine einfache Hütte. Die sind ja keine Zombies hier, die uns angreifen. Ja, ja. Muss man vorher was markieren zum Bauen? Basing Wall. Okay, man braucht 4 Grasplanken. Boah, diese Scheißvieh, du. Guck mal, da haben doch hier schon die Leute geholfen. Wohin damit? Erstmal irgendwo hinlegen. Wir brauchen 4 Stück von denen. Ja, wir. Für eine Mauer, ne? Au. Oh. Ups. Ich hab's weggeschmissen. Falscher Button. Totes Gras, aber egal. Das ist, glaube ich, Fiber. Ah, ich hab's richtig gemacht. Ich habe hier einen Sonnenstrahl direkt auf meinem Bildschirm. Das ist irgendwie etwas knappig. Okay. So. Oh, Stamina. Konstruktor. So, wo soll ich die einfach bauen? Einfach mal hier so... Ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal an, ne? Achso, man kann... Wir müssen erstmal gleich Viecher töten, die gehen mir auf den Sack. Na, ich leg hier erstmal kurz ab. Ah, Meisen! Ah, wie krieg ich meinen Scheiß weg? Auf geh! Auf geh! Also sie hauen ab. Ah! Das sind ganz viele. Ui. Ah! Ach du Fackvieh. Ey, mich hat das erwischt. Töte sie, töte sie, töte sie.
Los, Mathilde! Saviva Conan! Los! Verpiss dich! Oh nein, 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 kommt von hinten! Okay, man muss vorher das... da kommt noch ein Marienkäfer durch. Das war eine Scheißstelle. Da bauen wir nicht. Scheiße. Dann machen wir hier von vorne. Aber wenn wir Glück haben, sind gleich die Ameisen weg und dann können wir wieder hin. Und wenn wir Glück haben, ist immer wieder das, was wir so gerne haben. Dunkel. Super. Ja. Ich muss mal hier ein bisschen die Vorhänge richten. In real life, damit wir da auch vorankommen. Kleiner Augenblick. Wir sind schlecht vorbereitet. Wir haben die Aufnahme mit offenem Fenster gemacht. Das ist natürlich, das Fenster war nicht offen, aber die Vorhänge waren offen. Jetzt haben wir die Vorhänge geschlossen. Es ist dunkel. Es ist duster. So, jetzt noch einen Schluck aus dieser Pulle. Ich auch so ein bisschen was. Heute ausnahmsweise kein Kaffee. Hier diese. Ruhig, Mathilde. Alles wird gut. Komm aus der Höhle raus. Schon. Gut. Nicht so laut. Die Ameisen könnten uns hören. Ja, schlecht. Ganz schlecht. Ja. Ich folge dir. Super. Es sind noch 100 Zentimeter. Bei mir sind noch 110. Gott. Jetzt noch mal 19. Meine andere Frage, diese Vertiefung, sind das die Laufwege der Ameisen? Ich habe keine Ahnung. Hey, können wir vielleicht auf diesen Stein bauen? Keine Ahnung, aber es ist sehr praktisch, dass hier... Ah, es sind noch Ameisen da. Ich will nur schnell meine Sachen holen. Attacke! Take all. Uhuhuhu. Und weg. Ah, nein, falsch. Oh, hier sind überall scheiß Ameisen. Ja. Wo bist du? Ich bin auf dem Ding. So, erstmal ausrüsten hier. Gut, das. Oh. Voll die Ameisenattacke, ey. Oh, die greifen schon wieder an. Die haben mich fast. Nein, komm wieder hoch. Komm hier auf das mittlere Ding. Vielleicht kommen die da nicht rüber. Wir sind umzingelt von Ameisen. Not. Also das war auf jeden Fall eine scheiß Idee, hier zu bauen. Wir haben hier gute Ressourcen, aber guck an, die laufen da weg und drumherum. Das sind auch größere. Man sieht richtig, da sind links die kleineren, viele von. Ja, das sind die Arbeiter. Ja, und die größeren sind... Die größeren sind bestimmt die Kämpfer. Ja, und die nehmen uns da auseinander. Alter Schwede. Scheiße, da kommt eine richtige Armee. Und ich sage, es gibt hier keine Zombies, aber es gibt Ameisen. Das ist ja viel schlimmer. Da, die Zombies haben uns, die Zombies haben uns damals bei Seven Days nicht in der ersten Nacht überrannt. Also nicht so wie die hier. Scheiße Ameisen. Hm. Ja, ich würde sagen, wollen wir im Dunkeln weiter oder wollen wir auf die andere Seite des Eistees? Ah, das ist der Tropic Punch. Tropic Punch, oh. Ice Caps. Hm. Ich überlege gerade nur, wo wir als nächstes versuchen könnten, wenigstens eine kleine Hütte mit Workbench und so zu bauen. Mhm. Muss jetzt ja kein großes Hotel werden. Vielleicht bei den Ice Caps einfach. Bei den Ice Caps. Ich habe das Gefühl, bei den großen Nahrungsmitteln werden ja gerade eben die Ameisen hinlaufen. So mein Gefühl. Oh, die Ameise kämpft gegen den Marienkäfer. Oh, das will ich sehen. Der Marienkäfer hat gewonnen. Juhu! Das heißt, wir halten uns fern von Marienkäfern. Ja, das sind ja die großen Viecher, von denen würde ich mich sowieso fernhalten. Ach nee, doch, da sind noch Ameisen.
Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Break, auch wenn es eine etwas kürzere Folge ist, als ihr gewohnt seid. Zum Einstieg von Grounded, weil wir müssen jetzt erstmal klären, was wir wollen. Wir uns hier selber erstmal etwas eingrooven. Also wir werden auf jeden Fall hier nicht bauen, aber hier können wir die Ressourcen wegholen. Mhm. Na, und was ist denn das hier? Kannst du mal auf deine Map gucken? Nördlich von Ice Caps, was ist das denn da? Ein Stein oder so? Das Ding hier? Keine Ahnung. Wir müssen auch nicht. Ach, das sind die Kameras, das sind die Kameras. Die gibt's ja dreimal und wir sind ja in der Mitte. Ach so, ja. Das sind die Kameras. Wir müssen auch noch den die Eiche finden. Die was? Ups. Wir sollen die Explosion an der Eiche untersuchen. The Explosion at the Oak Tree. Ja, aber wir müssen erstmal klären, wo wir bauen. Ja. Ich würde sogar sagen, vielleicht daneben der Kamera. Auf jeden Fall nichts, wo was zu essen und zu trinken ist. Gut, dann machen wir jetzt einen Break. Aber jetzt auch wirklich. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Ist ja Conan für kleine Kinder hier? Ja, ich bin Pete. Pete und Willow. Ich bin Spider-Man. Und du bist der kleine Zwerg aus dem Film Willow. Nein, Mann. Nein, Mann. Die Willow aus Buffy. Ich bin eine mächtige Hexe, ey. Ach so. Ja, wenn ich Spider-Man bin, kannst du auch eine mächtige Hexe sein. Genau. Und Hexen müssen brennen. Brennen. Also doch. Au! Entschuldigung, du standst zu nah. Hast du aber Glück, dass ich jetzt weit genug wegstehe. Okay. Gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten, ja. Nein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.